Looney Tunes präsentiert. Sportspielend leicht erklärt. Tennis! Du willst also beim Tennis auf Weltklasse-Niveau mitmischen? Na, dann kannst du nicht einfach auftauchen und mitspielen. Du brauchst Tennisklamotten. Oh, fesches Röckchen. Und du brauchst einen Tennisschläger. Am besten einen von diesen neumodischen Hightech-Schlägern. Oh ja! Tennis ist außerdem was für echte Künstler. Und du brauchst einen perfekt gepflegten Tennisplatz. Oh oh. Und du solltest dessen Oberfläche kennen. Es gibt drei Arten. Rasenplätze, Hartplätze und Sandplätze. Welcher davon der beste ist? Tja, sie haben alle Vor- und Nachteile, aber Sandplätze sind etwas Besonderes. Auf Sandplätzen wird der Ball bei jedem Aufprall durch die Reibung abgebremst. Wer hier gewinnen will, muss den Ball mit vollem Körpereinsatz hinterher schlittern. Die beste Schlagtechnik ist der Topspin. Je mehr Drehung du den Ball verpasst, desto höher springt er im Feld deines Gegenübers, wodurch du sie oder ihn in eine Abwehrposition drängen kannst. Wer den Topspin beherrscht, sichert sich auf dem Sandplatz den Sieg. Nein! Du solltest dich also auf die richtige Technik konzentrieren. Sonst kannst du dich auf dem Platz gleich einbuddeln dort. Und lasst uns nicht den wichtigsten Teil beim Tennis vergessen. Du musst deinen Fans ein Spektakel liefern. Dankeschön, ich danke euch. Oh, ich liebe dich auch. Und dich da hinten auch, danke.